Wobei. Wird geheilt. So. Bababa. Nein! Das verklagt mich, Redno. Oh, guck mal, Lampi. Level 8. Alter, jetzt. Oh, eine Katze. Papi, schaffst du die? Top. Gut gemacht, Fampi. Wollte doch nicht haben. Was sie die nennen können. Wann schlüpft denn mal unser Ei hier? Was soll denn das? Dauert. Was ist in dem Ei geduldig ein wenig? Okay, ich laufe jetzt 5 Stunden auf und ab. Oh, Evoli! Wann hast du ein Glück? Nehmen wir mit! Und wir haben ja einen Feuerstein, dann entwickeln wir das auch. Oh nein, wir haben nur 6 Pokebälle. Ja. 5. Okay, okay, okay. Lupsch, du musst schwächen. Ermin, okay, komm zurück. Gesundheit. Danke. Ach, eben, ich stelle dich nicht so an. Ah, mein Pokémon. Jetzt aber. Ah, ich kann noch Hypnose. So. 2 Bälle noch. Nur schläft das ein. Hab ich. Es ist eingeschlafen, nicht eingeschläfert. So, Evoli gefangen. Tja, aber. Wie nennt man ein Evoli? Huhn! Wie? Dickhuhn! Ich habe früher meine Pokémon immer Alias genannt, weil das so darunter steht. Es ist ein männliches Evoli. Nennst du einfach Mike. M-I-K-E oder M-A-I-K? Ist egal. Dann heißt es Maika. Genau. So. Maika macht das Würstchen los. So. Feuerstein. Gönnt er sich gleich. Ich hab noch keinen Stein gefunden. Guck mal, Feuer! Pokémon! So. Wie geht's nicht gerade? Alter, das sieht ja gut aus. Flamara. Jetzt heißt er auch nicht mehr Maika. Doch. Ja? Ja. Cool. Was kann eigentlich der Kampfknochen? Der ist für Tragosso. Der macht seine Attacken stärker. Porenta ja, hat auch sowas. Porenta hat eine Lauchstange und das hat's auch als Item. Ist ein Lauch gerne. Alter Maul, Josh. Lass dein Maul halten. Wie lange braucht das Ei noch? Das soll schlüpfen. Na. So.
Los, geht zu Korti. Jo, ist erledigt. Da, sie dreht sich im Kreis. So, jetzt müssen wir erstmal Team Rocket auf die Fresse boxen. Wir haben ein super Team dafür. Alter, wir dürfen hier noch ein neues Pokémon fangen. Ja! Alter, er hat einen Scaraborn. Oh. Uiuiui. Ach, das schafft Benjamin doch wieder nicht. Silberblick. Oh nein, der Horner, danke. Ah! Benjamin, tauschen, tauschen, tauschen! Benjamin erreicht Level 9 und lernt Einigler. Toll. Oh, ein Yugong. Da bleibt Electek draußen. So, ich möchte erstmal gern hier irgendwas Neues fangen. Weil vielleicht ist das ja nützlich. Bin der jetzt einfach so Pokémon? Hast du dir die Angel geholt? Nee, scheiße. Aber der ist ja auch random, von daher. Yo! Nehme ich auch! Vielleicht jetzt dein geiles Wasser-Pokémon bekommen können mit der Angel. Kacke! Ich hab nur einen Pokéball! Okay. Okay. Okay, Kai-Uwe, wir machen das. Ja. Kai-Uwe, jetzt lass dich nicht verarschen. Ach, Kai-Uwe, streng dich doch mal ein bisschen an. Ach, nein. Okay, dann Schwächen. Bleibt eh nicht drinne, kannst vergessen. Los, ich möchte die Hypnose machen. Verdammt nochmal! Wehe. So. Kacke. Okay. Wenn es drinne bleibt, dann haben wir ganz schön viel Glück gehabt. Wenn nicht, dann war das klar. Daumen drücken! Gut, das war's damit. Hätte klappen können, hat es nicht. Kai-Uwe, mach ihn kaputt. Immerhin kriegen wir dafür gute Punkte. Ach, verdammt, ich hätte es nochmal angreifen können. So. Dich wollte eh keiner haben. So. Du hast dich geliebt. Damit hättest du Pokémon-Meister lernen können. Ich hab doch Benjamin. Meinst er Kai-Uwe? Benjamin. Kai-Uwe ist der Master aus dem Team. Oh nein, Benjamin hat nicht getroffen. Benjamin, du bist so eine Lusche. Hey! Das ist dein Bruder. Benjamin, du bist eine Lusche, was? Na gut, dann macht das halt Kai-Uwe. Auf einmal guckt Kai-Uwe zur Seite rein, was? Ja, Benjamin hat ein Level erreicht. Es hat nichts dafür getan, aber es hat es geschafft. Ein Huthut! So, Benjamin, das schaffst du aber.
Ach, Benjamin. Ach, Mann. So. So einfach ist das. Pokéball! Ich hab einen Ziegelstein gefunden. Das kenne ich nicht. Was macht er? Ein seltenes Stück eines Ziegels. Gut. Ich habe auch eine Schatulle und ich weiß nicht, was die macht. Hier ist eine Trophäe. Ramon hat die Trophäe nach Hause gesendet. Hä? Okay. Ramon hat anscheinend Fähigkeiten, die mein Wissen übersteigen. Partie. Er war so weggebeamt. Er hat eine Schatulle geöffnet, da war eine Trophäe drin und die ist jetzt zu Hause. So funktioniert das. Der Lümmel hat einen Elektrik! Tja, aber ich habe kein Uwe. Haben wir. Alter, der hat einen Raikou. Das ist geschummelt. Es hat mir die Zunge rausgestreckt. Oh, oh Gott! Raikou, beruhig dich! Wir waren mal Freunde! Oh nein! Oh nein! Das miese Raikou! Tja. Nehmen wir Maika. Bestimmt nicht schnell genug. Ach doch, der macht das. Tackle! Yes! Jawohl, und Maika kriegt 3 Level ab. PvP ist nicht einfach gibt. Weil die legendär sind. Ich glaube, das meiste, was man kriegen kann, ist von einem Hytera auf Level 100. Das gibt irgendwie 8000, 9000 oder so. Krass. Aber halt auch, weil Hytera über 600 KP haben kann. Dafür ist es halt verdammt schwach. Du bist stark. Jo, danke. So, der letzte hier. Oh. Alter, der hat auch so einen Hund dabei. Wir hatten eben Raikou. Eben hatten wir Raikou. Hm? So. Ja, ein Volltreffer. Hm. Du bist lustig. Den Lümmel auch besiegt. Oh nein, tut mir leid. Ja, bla 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 bla. So. Jetzt noch die Arena. Und dann haben wir mehr geschafft, als eigentlich zu erwarten war. Nachdem wir den ersten Durchlauf so phänomenal verloren haben. Das verdammte Gengar. Gute alte Jeremiah. Bleibt über unseren Herzen. Unten rechts steht in Memoriam of Jeremiah. Daneben so ein Bild von Gengar. So. Benjamin, du kommst mir jetzt hier nicht aus dem Kampf raus, ohne irgendwas besiegt zu haben. Scheiße. Aber da bin ich doch viel zu schwach für. Ey, ich meine. Verdammt, hat nicht geklappt. Ach nö, da kann. Okay, Funbeat, den kannst du nicht angreifen. Das tut mir leid. Sag ich doch.